In der Quantenmechanik wird häufig mit Orthonormalbasen gearbeitet. Und auch bei mir in den Videos taucht das häufiger auf. Aber warum eigentlich eine Orthonormalbasis? Was ist so gut an Orthonormalbasen? Diese Fragen erkläre ich in diesem Video. Ich beginne mit der Frage, was überhaupt eine Orthonormalbasis ist. Dazu unterscheide ich zwischen endlich und unendlich dimensionalen Vektorräumen. Ich beginne mit den endlichdimensionalen, die dürften etwas besser bekannt sein. Wir haben Vektoren V1, V2 bis Vn, also n Stück, das heißt endlich viele, aus unserem Vektorraum V und die bilden eine Orthonormalbasis, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind. Zunächst einmal müssen die Vektoren eine herkömmliche Basis des Vektorraums bilden. Was ist eine Basis? Kurze Wiederholung. Dazu müssen die Vektoren linear unabhängig sein und sie müssen ein Erzeugnensystem sein. Was heißt Erzeugnensystem? Das bedeutet, dass ich jeden Vektor V aus meinem Vektorraum als eindeutige Linearkombination meiner Basisvektoren V1 bis Vn darstellen kann. Das ist diese Summe da unten. Lambda k sind geeignete Koeffizienten. Wir haben also eine Basis. Was fehlt dann noch? Wir brauchen, dass das Ganze orthogonal ist. Das heißt, die Vektoren untereinander sind orthogonal. Wenn ich Vi und Vk nehme und das Skalarprodukt bilde, bekomme ich 0. Wenn ich jetzt zweimal Vk nehme, das Skalarprodukt von Vk mit sich selbst, das gibt 1. Das ist die Normierung. Und diese drei Eigenschaften zusammen definieren eine Orthonormalbasis für einen endlichdimensionalen Vektorraum. Nun ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist die Standardbasis im R2, das heißt die Vektoren 1, 0 und 0, 1. Man sieht sofort, wenn ich die beiden Skalar miteinander multipliziere, kommt 0 heraus. Die Länge beider Vektoren ist auch 1. Und dass das Ganze eine Basis ist, sieht man an der eindeutigen Darstellung durch die Linearkombination, die ich hier habe. Ich habe einen Vektor a mit den Komponenten a1 und a2. Dann kann ich das Ganze schreiben als Linearkombination a1e1 plus a2e2. Und das Interessante daran ist, dass der Grund dafür, dass diese einfache Linearkombination möglich ist, das ist nämlich die Orthonormalität von dieser speziellen Basis. Um das einzusehen, betrachten wir die Skalarprodukte. Ich bilde das Skalarprodukt von E1 mit A und von E2 mit A. Und wir sehen hier, dann kommt beim ersten die Komponente A1 raus, also mein Koeffizient oben in der Entwicklung, und beim zweiten A2. Ich kann also meine Linearkombination auch so darstellen, dass ich die Koeffizienten aus Skalarprodukte bekomme. Und das ist was, was man in der Quantenmechanik sehr häufig anwendet und was sehr, sehr praktisch ist. Beim zweiten Beispiel betrachte ich die Vektoren 1, 0 und 1, 1. Auch die bilden eine Basis des R2. Ich habe die Linearkombination hier als Beispiel für den Vektor a, wobei jetzt andere Koeffizienten auftreten. Bei V1 ist es a1 minus a2, bei V2 ist es a2. Kriege ich zum Beispiel hin, indem ich ein Gleichungssystem löse. Aber es ist keine Orthonormalbasis, denn wenn ich das Skalarprodukt der beiden Vektoren bilde, kriege ich 1 raus. Außerdem ist der zweite Vektor nicht auf 1 normiert. Wie sieht das jetzt aus mit der Darstellung der Koeffizienten über das Skalarprodukt? Ist das auch hier möglich? Dazu berechnen wir die Skalarprodukte V1 mit a und V2 mit a. Einmal kommt a1 heraus, einmal a1 plus a2. Und wenn wir das oben vergleichen mit unserer Darstellung, dann sehen wir, dass das nicht hinhaut. Das heißt, das funktioniert hier nicht. Na, und was bedeutet das? Es ist halt sehr einfach, diese Koeffizienten in der Linearkombination einfach über ein Skalarprodukt auszurechnen. Das ist nur möglich, wenn ich eine Orthonormalbasis habe. Wenn ich keine Orthonormalbasis habe, so wie 1, 0, 1, 1 in diesem Fall, also eine beliebige Basis, dann muss ich ein Gleichungssystem lösen, um die Koeffizienten in der Linearkombination zu bekommen. Das ist viel aufwendiger und komplizierter. Kommen wir nun zum unendlich dimensionalen Fall. Der ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Wir haben jetzt Vektoren V1, V2 und so weiter, unendlich viele, aus einem unendlich dimensionalen Vektorraum V. Die Vektoren können abzählbar sein, aber auch überabzählbar. Dann geht das hier auch, was ich hier mache. In der Quantenmechanik als Bemerkung sind die immer abzählbar. Dann bilden die eine Orthonormalbasis oder man sagt eigentlich eher ein vollständiges Orthonormalsystem, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind. Zunächst einmal bilden die ein Orthonormalsystem. Was ist das? Das ist das, was wir schon vom endlichdimensionalen Fall kennen. Die sind orthogonal, das heißt, wenn ich Skalarprodukt von Vi mit Vk bilde, kommt da 0 raus.
Und die sind normiert, wenn ich das Skalarprodukt von VK mit sich selbst bilde, kriege ich 1 raus. Das ist also ein Orthonormalsystem. Jetzt kommt die Vollständigkeit. Die Vektoren sind vollständig. Das ersetzt die Forderung, dass es eine Basis ist, kommt aber im Endeffekt irgendwie aufs selbe hinaus. Was heißt vollständig? Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Es gibt keinen Vektor V. Also ich kann keinen Vektor V finden, der orthogonal zu allen Vektoren aus meinem Orthonormalsystem ist. Ich nehme also den Vektor V und bilde das Skalarprodukt mit allen Vektoren VK aus meinem System und dann kommt immer 0 raus. Das ist nicht möglich. Das ist nicht einfach nachzuweisen, sehr kryptisch, typisch für Mathe, aber das hat eine praktische Folgerung, denn daraus kann ich folgern, dass ich alle Vektoren V als Linearkombination darstellen kann und zwar so, wie wir es eben hatten mit dem Skalarprodukt vorne, VK und V. Und hinten mein Basisvektor VK. Das ist analog zu dieser Darstellung hier, wo ich vorne das Skalarprodukt habe und hinten meine Basisvektoren. Wenn das erfüllt ist, dann nennt man das vollständig. Ich habe die Notation etwas verändert und nutze jetzt die Notation nach Dirac mit Bra- und Ket-Vektoren. Wem das nichts sagt, dazu gibt es schon ein Video, habe ich verlinkt. Hinten steht das Skalarprodukt und die Vektoren sind jetzt Ket-Vektoren. Warum das Ganze? Wenn ich das V weglasse, bekomme ich die sogenannte Vollständigkeitsrelation. Die ist sehr wichtig in der Quantenmechanik. Das setzt man oft bei Rechnungen einfach ein, die Vollständigkeitsrelation, und dann lösen sich die Ausdrücke auf und werden einfacher. Schauen wir uns das mal an. Wir summieren wieder über alle Vektoren aus unserem System, also VKs, und zwar den Ket-Vektor mit dem Bra-Vektor. Das sieht komisch aus, weil die beiden Spitzen zusammenstoßen. Das ist ähnlich, wie wenn ich EK mit EK transponiert multipliziere. Dann kriege ich eine Matrix raus. Also nicht zu verwechseln mit dem Skalarprodukt. EK transponiert mit EK. Können das gerne mal machen. Das ist ein Spaltenvektor multipliziert mit einem Zeilenvektor, kriegen Sie eine Matrix raus. Und zwar beim Orthonormalsystem die Einheitsmatrix. Das heißt, oben bei der Vollständigkeitsrelation steht ja die Identität. Das ist die 1-Abbildung. Und das wird halt sehr häufig angewendet und ist äquivalent zu dieser komischen, kryptischen Forderung, die wir vorhin hatten. Hierzu auch 2 Beispiele. Zunächst ein mathematisches, dann ein quantenmechanisches. Wir betrachten als erstes den Vektorraum der quadratintegrierbaren reellwertigen Funktion, das ist L2, auf dem Intervall 0, 2 Pi. Und dann bilden diese Funktionen hier ein vollständiges Orthonormalsystem. Also wir haben eine Konstante, die entsprechend normiert ist. Wir haben Cosinus nx und Sinus nx, jeweils mit 1 durch Wurzel Pi als Normierungsfaktor. Jetzt kann man nachrechnen, dass das orthonormal ist. Das heißt, ich muss die Integrale Cosinus Quadrat, Sinus Quadrat und die Konstante zum Quadrat ausrechnen über das Intervall 0, 2 Pi. Kommt immer 1 raus. Und wenn ich jetzt mische, Cosinus nx, Sinus mx oder mit der Konstanten oder Sinus nx und Sinus mx untereinander, kriege ich immer 0 raus. Kann man mal nachrechnen. Warum bilden die aber eine Basis? Warum sind die vollständig? Dazu rechnen wir einfach mal diese Skalarprodukte aus. C0 mit F, Cn mit F und Sn mit F. Und wenn ich das einsetze, und das L2-Skalarprodukt ist ja das Integral, wie ich schon gesagt habe, dann sieht man, dass das die Formeln sind für die Fourier-Koeffizienten. Wenn man sich erinnert, ich will eine Funktion f in eine Fourier-Reihe entwickeln, dann muss ich diese Integrale ausrechnen. Das sind die Fourier-Koeffizienten. Das heißt aber nichts anderes, als dass ich f darstellen kann als Fourier-Reihe, eben mit diesen Koeffizienten, ja, und den entsprechenden Funktionen. Das kann ich jetzt anders deuten. Diese Fourier-Reihe kann ich jetzt deuten als Linearkombination meiner Basisvektoren, der Konstante, den Cosinussen und den Sinussen. Ja, und die Koeffizienten sind, wie ich eben schon hatte, sind die Skalarprodukte. Das heißt, auch hier sieht man, dass eine Orthonormalbasis sehr nützlich ist. Man nutzt es eigentlich ständig bei einer Fourier-Reihe und weiß es gar nicht. Nun das Quantenmechanikbeispiel. Wir betrachten einen hermitischen Operator A, der für eine Beobachtungsgröße der Quantenmechanik steht. Also zum Beispiel der Hamilton-Operator für die Energie. Wem das nicht sagt, auch dazu gibt es ein Video, habe ich verlinkt. Dieser Operator besitzt ein vollständiges System von orthonormierten Eigenzuständen. Hier ist die Eigenwertgleichung. Ich wende also A auf diesen Eigenzustand an in der Dirac-Notation als Ket-Vektor AK.
Und dann ist das dasselbe, als wenn ich der Eigenwert AK mit diesem Eigenzustand multipliziere. Und dann ist das Schöne, na, man sieht schon, vollständiges System, da steckt irgendwie drin, dass das eine Basis ist. Das Schöne ist dann, dass ich jeden Zustand Psi als Linearkombination dieser Eigenzustände schreiben kann. Da hinten ist wieder unser Skalarprodukt, AK mit Psi. Vorne stehen unsere Eigenzustände. Ja, warum ist diese Linearkombination jetzt so besonders? Ja, weil Rechnungen mit dieser Linearkombination besonders einfach sind. In der Quantenmechanik muss ich zum Beispiel oft sogenannte Matrixelemente ausrechnen, das heißt Skalarprodukte von zwei Zuständen. Wie mache ich das? Ich nehme Psi in der Basisdarstellung, so wie ich es habe, und multipliziere einfach von links einen Vektor Phi ran. Und das ziehe ich dann in die Summe rein und jetzt habe ich da einfach zwei Skalarprodukte stehen. Das ist einfach. Oder ich wende einen Operator B an auf meinen Zustand Psi, dann ziehe ich den auch einfach in die Summe rein und schaue, was macht B mit meinen Eigenzuständen. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass Orthonormalbasen oder vollständige Orthonormalsysteme sehr nützlich sind und dass die oft Rechnungen vereinfachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, abonniert meinen Kanal.